Hallo liebe Freunde, vielen herzlichen Dank fürs Einschalten und willkommen zu einem neuen kleinen Video. Im heutigen Video beschäftigen wir uns mit der Frage, wer Corvus Vater ist. Wenn ihr euch auch für König der Löwen interessiert, könnt ihr diesen Kanal abonnieren und unten in der Videobeschreibung findet ihr die Playlist mit allen Videos zum Thema. Außerdem gibt es abends immer Zeichenstreams, bei denen ich meinen eigenen König der Löwen Comic zeichne. Und ich würde mich sehr freuen, wenn ihr da mal vorbeischauen würdet. Jeder, der König der Löwen 2 gesehen hat, stellt sich wahrscheinlich am Ende des Films dieselbe Frage. Wer ist denn Corvus Vater? Wir wissen ja durch Nuka, dass Corvo nicht Scars Sohn ist, sondern Scar ihn nur aufgenommen hat. Es würde auch zeitlich gar nicht passen, denn wenn Scar Corvus Vater wäre, müsste dieser um einiges älter sein. Viele glauben sogar, dass er nicht mal mit Sira verwandt sein soll. Sira soll seine Eltern getötet haben und ihn danach adoptiert haben. Das ist natürlich nicht bestätigt, aber dennoch eine sehr interessante Theorie. Vor allem auch, weil Corvo Sira nie mit Mutter anspricht. Wobei Nuka und Vitani hingegen das schon tun. Allerdings könnte das auch an der strengen Ausbildung von Corvo liegen. Dementsprechend könnte sein Vater in der ersten Theorie einfach ein unbekannter Löwe sein, der von Sira getötet wurde. Viele Fans vermuten aber auch, dass Kumwe der Vater von Corvo als auch von Vitani sein könnte. Kumwe ist aus der Buchreihe Six New Adventures bekannt, wo er in der Geschichte über Nales Kindheit und das Scars Regentschaft auftrat. In den Filmen kam diese allerdings auch nie vor. Also, laut unserer zweiten Theorie könnte Kumwe sein Vater sein. Kommen wir zur dritten Theorie. Goofy. Ich glaube, ich muss dazu nicht mehr sagen. Lassen wir das einfach so stehen. Kommen wir zur letzten Theorie für heute, und zwar Pride. Dies ist ein kompletter Fancharakter und kommt ausschließlich im Comic Verborgene Geschichten vor. Nach Streitigkeiten mit Scar flieht sie vom Königsfelsen und trifft auf Pride, dessen Rudel sie sich dann auch anschließt. Doch als Scars Eltern starben, kehrte sie gegen den Rat von Pride wieder zurück zum Königsfelsen. Aber es könnte durchaus möglich sein, dass sie sich zu einem späteren Zeitpunkt nochmal trafen. Was ich bei der ersten Theorie vergessen hatte zu erwähnen ist, dass der Regisseur einige Jahre nach der Veröffentlichung des Films auf seiner Facebook-Seite gepostet hat, dass die erste Theorie an sich stimmt und Corvo dementsprechend einfach adoptiert ist. Zumindest schreibt es die König der Löwen-Fandom-Seite. Die Links zu den Quellen findet ihr natürlich alle in der Videobeschreibung. Wenn ihr jetzt aber noch die genaue Geschichte hinter Sira, Scar und Pride wissen wollt, könnt ihr entweder oben auf das i klicken, dort kommt ihr zu einem Video von mir, oder unten in der Videobeschreibung habe ich euch die Geschichte Verborgene Geschichten verlinkt. Dort könnt ihr das auch nachlesen. Welche Theorie hat euch am besten gefallen? Stimmt es wie immer oben ab? Falls ihr eigene Theorien habt oder eigene Ideen, schreibt sie auch gerne in die Kommentare. Und hier im Abspann könnt ihr mich noch abonnieren und findet ein Video über Koopa. Bis zum nächsten Mal.